Hallo. So, im nächsten Punkt möchte ich einfach mal auf den gesperrten Bereich eingehen. Und zwar, der gesperrte Bereich ist in der Konfiguration hinterlegt, also im Config-Editor. Und im Grunde genommen ist es wichtig, sage jetzt mal, bei den automatischen Zeichnungsableitungen. Grundsätzlich habe ich die Möglichkeit für Fertigungszeichnungen und für Montagezeichnungen, also Kundenzeichnungen, extra Zeichnungsrahmen abzulegen und diese auch zu definieren. Ich werde hier einfach mal den Standard A3-Rahmen nehmen und auf die Werte ein bisschen eingehen. Ich werde jetzt in diesem Schritt noch keinen neuen Knoten für meinen Schriftkopf A3-Test anlegen. Im Grunde genommen wäre es jetzt einfach eh nur so, dass ich hier anstatt A3 das Test reinlegen müsste. Grundsätzlich muss man sich vorstellen, es geht ja immer von diesem Punkt aus. Das heißt, zum Zeigen möchte ich einfach mal hier Hilfslinien definieren, damit ich hier leichter auf diesen Punkt komme. So, der erste grundsätzlich ist natürlich der Namen, der Figurname, das heißt, wie es im Szenenverzeichnis abgelegt ist. Diese zwei Punkte, also minus 7,5 und 27,3, ergeben sich bei diesem Schriftkopf jetzt aus folgenden Werten. Das heißt, hier im Prinzip habe ich die 7,5 und hier die 27,6 als Werte. Also 5, 6, 3 wäre es hier genau gewesen. Aber das sind jetzt im Prinzip diese zwei Werte. Rahmenhöhe und Rahmenbreite ist, glaube ich, einfach erklärt. Und zwar die Rahmenhöhe und die Rahmenbreite ist in diesem Fall bei mir auch schon angepasst. Das heißt, die Rahmenbreite ist angepasst, weil ich in diesem Fall hier auch einen Heftrahmen verwende. So, die nächsten Werte wären dann die gesperrten, das wäre dann im Prinzip der gesperrte Bereich. Das heißt, hier habe ich dann die nächsten Werte, wo ich dann sagen kann, so, von hier nach hier habe ich die 211. Das heißt, im Grunde genommen hätte ich hier eigentlich die 211 definieren müssen. Und die Höhe ist die 67. Das wäre in diesem Fall dieser Wert. Das heißt, somit habe ich hier eigentlich dieses Rechteck umschrieben und Heikart weiß, dass es hier oder welchen Bereich es hier zur Verfügung hat für die automatische Werkstättenzeichnung. Und dies sollte man sich natürlich einstellen. Man hat ja unterschiedliche Höhen bei den Schriftköpfen. Sprich, bei einem A0-Rahmen habe ich vielleicht höhere Werte als wie bei einem A4-Rahmen oder bei einem A3-Rahmen. Und bei Montageplänen oder Kundenzeichnungen habe ich eventuell sogar komplett andere Größen, die ich hier verwenden möchte, speziell im Bereich des Schriftfeldes.